Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Harvest Moon Back to Nature. Wir sind im Winter. Und unser Rivale hier, wie heißt der denn? Gray? War das Gray? Der hat Geburtstag. Dem müssen wir noch irgendwas schenken oder so. Obwohl ich dazu nicht wirklich geneigt bin, aber wir sind halt, wie soll ich sagen, sind halt nette Kerle. Wo ist mein Hund? Da ist mein Hund! Komm schon. Komm schon. Nimm den Ball auf. Nimm den Ball auf. Danke. Das muss ich noch trainieren. Messi. So. Da geht's alles drunter drüber. Hatten wir. Ach stimmt, ich lasse ja das Ding drinnen, ne? Hatte ich beschlossen, das Körbchen drinnen zu lassen, einfach. Ach komm, was ist denn los heute? Die erste Aufnahme und schon geht alles schief. Ja. Was ist das? Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt. Stimmt, ich hatte mir überlegt, das Köpfchen einfach drinnen zu lassen, weil das, was ich ja von den Hühnern und Kühen einsammle, das kann ich ja immer auch noch zur Not in meinem Rucksack verstauen. Das nimmt ja nicht so viel Platz weg. Und dann geht das schon. 4. Und ich meine, ich habe, glaube ich, jetzt gerade gar nichts, wo ich wirklich irgendwie, also es gibt keine Festtage, wo ich jetzt unbedingt nicht auf das, wo ich irgendwas mitschleppen muss oder so. Aber selbst dann hätte ich noch Taschenplatz. Komm schon. Danke. Ach Gott, das ist manchmal so anstrengend und schwierig. Kann man sich gar nicht vorstellen hier. 2, 3, 4. Machen wir erst die Tiere und dann den Gray? Eigentlich schon, ne? Ach, eigentlich ist das Schwachsinn. So. Ich meine, wir brauchen ja irgendein Erz. Solange es nicht wertlos ist, ist es egal. Alles andere können wir nehmen. Boah, das sieht so schön aus. Das war schon mal nichts. Das war nichts. Okay, gehen wir eins runter. Ich meine, vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Zusatzgeld. Auch nicht schlecht. Komm schon. Irgendwo muss hier noch was rumliegen. Ah! Silber. Für den zwar ein bisschen zu viel, aber okay. Ziemlich hochwertig. Aber lassen wir mal. Danke. So, das sollte ich doch. Hey, Anne. Guten Morgen, Xeno. Ab 10 Uhr arbeite ich im Laden. Vorher mache ich einen Bergspaziergang, um wach zu werden. Ja, warum nicht? Andere trinken Kaffee, die geht spazieren. Wenn es ihr gefällt. Ich mach's nicht. Ich trinke Kaffee. Ja, eigentlich Cappuccino. Kaffee ist mir zu hardcore. Noch meine Süßen. Meine Süßen Mükü. Einmal schrubbel die Bub den Hintern. Komm, wir schrubben wir auch den Hintern. Obwohl sich das echt kratzig anhört, ne? Ich weiß nicht, ob das den Tieren wirklich so gefällt, weil ich finde, das hört sich so übelst kratzig an, als würde ich irgendwas abbürsten. Und nicht liebevoll bürsten. Halt, warte. Bevor du irgendwas tust, überleg dir das genau. Oh nein! Oh mein Gott, ich habe den Käse daneben geschmissen. Wie ist das möglich? Naja, eigentlich war das ziemlich einfach, aber trotzdem. Ich habe echt gedacht, ich stehe richtig. Aber anscheinend doch nicht. So ein Mist. Ist das schon drin? Nee, ne? Der müsste doch jetzt erst kommen. Der macht erst um 10 auf, okay, dann müsste der irgendwie auf dem Weg sein.
Ich traue mich nicht. Gucken, ob der schon da ist. Was passiert? Was? Der ist ja schon da. Mist, egal, was ich dafür tun muss. Ich werde mit seiner Anerkennung erkämpfen. Ach, leg dich ab hier. Oh, jetzt hast du mich aber überrascht. Was so? Ein Geburtstagsgeschenk? Also, danke dir. Hey, was geht ab? Du siehst aus, als wärst du zufrieden. Aber arbeite nicht zu viel. Haha. Guter Scherz, alter Mann. Ich bin schon längst fertig mit meiner Arbeit. Ich kann jetzt wieder ins Bett gehen. Das nenne ich mal Luxus, meine Freunde. Das können sich andere nicht erlauben. Ah, ich muss ja Mary noch ein Blümchen schenken. Wir haben es vergessen. Ich muss ja noch ein Blümchen schenken. Ich glaube, die Blümchen brauche ich gar nicht alle. Genau, pfeifmal. Hier habe ich was für dich. Hey. Ich war sicher, dass... Ach komm schon, der ist bald eine Jahreszeit alt. Jahreszeit alt. Du kannst doch mal langsam was anderes sagen. Was passiert? Ich hab schon gedacht, es kommt ein Event, aber das wäre ja... Ha! Witzig. Würde ja zur Abwechslung liegen. Ich weiß, ist gemein. Harvest Moon ist ein tolles Spiel. Und ich verstehe auch nicht, warum mich das gerade immer so extrem nervt, aber... Früher hat mich das nicht so gestört, dass man so 1000 Sachen machen musste und dass die Zeit so langsam vergeht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich es jetzt wirklich aufnehme. Ist alles ja. Ich meine, wenn ich vielleicht Harvest Moon, Baum der Stille oder Deine Tierparade noch Let's Play, muss ich echt gucken, wie ich das aufnehme, weil ich weiß, da sind die Wege so unglaublich lang. Bei Deine Tierparade kann man auch die Tiere reiten. Ich weiß aber nicht, ob das auch bei Baum der Stille so war. Obwohl, bei Baum der Stille geht es eigentlich mit den Wegen an sich. Da kann man so kleine Abkürzungen machen. Aber dennoch muss man sehr weit laufen. Und dann muss man gucken, ob man das denn nicht so vorspult oder so. Komm schon. Obwohl ich ja wirklich mehr zu Baum der Stille zu neigen bin. Obwohl, Deine Tierparade hat sehr coole Klamotten, muss man dazu sagen. Bei Baum der Stille weiß ich das nicht so. Da muss man das erst freischalten und ich glaube, die waren auch nicht so toll. Aber dafür hat das eigentlich eine schöne Story. Das Gute ist, ich habe ja immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt hier den Leuten, also meinen Rivalen, das Vibe wegschnappe. Ja, ich habe auch ein Gewissen. Und ich habe dann immer so ein schlechtes halt Gewissen, weil ich denke, okay, jetzt bleibt der Gray halt für den Rest seines Lebens alleine. Wird niemals glücklich werden. Wird wie sein Opa irgendwie so ein alter Grießkram werden. Und dann wird seine Schmied-Dynastie da mit ihm aussterben. Und bei Baum der Stille haben nicht alle Heiratskandidaten halt auch einen Rivalen. Das heißt, wenn ich da den einen jetzt heirate, denke ich mir, okay, der würde eh alleine bleiben. Dann ist es ja etwas Positives, wenn ich den heirate. Bei Deine Tierparade hat jeder ja einen Rivalen, weil das habe ich auch einmal komplett durchgespielt. Bin jetzt eigentlich auch im Privaten schon, hat jeder ein Kind. Und bin da gerade schon die Events mit den Kindern am machen. Aber irgendwann habe ich dann doch die Lust verloren. Weil es unglaublich viel Arbeit ist, auch sich mit denen anzufreunden. Ständig mit denen zu reden und zu schnackeln und zu machen und zu tun. Auch wenn es Spaß macht. Aber irgendwann, ich glaube, als Let's Play wäre das echt anstrengend. Und dann muss ich halt mal gucken. Ich glaube, es wird eher Baum der Stille, weil es echt cool ist. Und dann kann man so zwischen drei Höfen entscheiden, dass ich auch super ist.
Komm schon. Wir haben den 7. Hatten wir eigentlich schon das Event, wo der krank wird? Wann hat er nochmal Geburtstag? Ich weiß das gar nicht. Oh, morgen schneit. Müssen wir die Tiere reinbringen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber. Den einen Tag, ey. Bringen wir sie am 9. rein und dann können wir sie am 10. wieder rausholen. Sofern halt nicht am 11. wieder schneit. Schmeiß! Was macht der denn für eine 8? Was auch immer. Vielleicht sollte das damals niedlich sein. Man ist so verwöhnt durch die neuen Spiele, weil die neuen Spiele so eine unglaublich tolle Grafik haben. Auch vom Spiel, ich weiß nicht, Gameplay, kann man Gameplay sagen? Ich weiß nicht, halt einfach von der Steuerung ist manches viel einfacher und auch genauer. Dann muss man sich da nicht so abquälen. Weil ich quäle mich unglaublich bei Spyro ab. Weil das so ungenau ist und dann ich drücke was und dann macht er das einfach nicht oder macht das zu spät, weil die Verzögerung einfach da ist. Das ist so ärgerlich. In der Zeit habe ich dann so 3 Schläge oder so kassiert. Und da ist man so echt verwöhnt. Das ist der Wahnsinn. Obwohl ich ja eigentlich immer gedacht habe, ich wäre nicht so die Gamerin per se, sondern eher so, ich würde mich lieber als Bücherwurm sehen, aber leider lese ich dafür viel zu wenig. Was echt schade ist. Ich brauche das Spielen so als Ausgleich. Sonst explodiert mein Kopf und ich laufe Amok. Pferd! Wo bist du? Mein Pferd. Es gibt so T-Shirts, da ist auch ein Pferd drauf und dann steht da Pferd schnell. Halt nur dementsprechend, Wortwitz. Halt falsch geschrieben. Falls lustig sein soll. Die sind eigentlich ziemlich witzig, aber ich weiß nicht, ob ich das tragen würde. Ein Hallo. Verdammt, daneben gebürstet. Das ist wie so mit dem Käse daneben schmeißen. Bam. Wer bist du? Ah, du bist das Goldkehlchen. Ha! So, jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus, ne? Jetzt muss ich... Ach scheiße, jetzt muss ich hier den ganzen Weg rumlaufen. Weil die dicke Muku natürlich unbedingt im Weg stehen, im Weg sitzen muss. Oder liegen. Was auch immer. Stellt euch mal vor, wir hätten nicht das, das Treibhaus, ey. Dann wäre der Tag noch schneller rum. Lass mich raten, morgen scheint die Sonne. Natürlich scheint morgen die Sonne, weil morgen das Hundefest ist. Da kommt jetzt der Typ hier und holt uns unseren Hund. Da ist er ja.
Hey, Xenomorgen findet auf dem Dorfplatz das Hunderennen statt. Möchtest du mit Bodo teilnehmen? Ja. Dann werde ich Bodo morgen auf dem Dorf platzieren. Das Rennen beginnt um 10 Uhr. Ja, super. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ist Bodo noch da? Bodo ist noch da. Komm, Bodo! Hoppala. Ich wollte eigentlich den... So, das letzte Mal schmeißen. Vor dem großen Rennen. Braver Hund. Das heißt, die sind morgen auch durch. Die brauchst du morgen nur gießen. Oh, sehr schön. Dann können wir noch schön das Geld kassieren heute. Jetzt fehlt mir irgendwie noch sowas so. Hier, weil wir so viel Geld haben, irgendwie so Sachen, dass man sich Land dazu kaufen kann oder sonstiges. Das wäre sehr cool. Hallo. Ich muss daran denken, zwei übrig zu lassen. Boah, so viel Ananas. Na komm. Die werden noch per Hand gepflückt hier und weggeschmissen. So, gegossen habe ich jetzt alle. Dann können wir weitermachen. Das Ding nehme ich jetzt mal mit, ey. Ob ich das jetzt da drinnen reinschmeiße oder draußen, ist egal. Kann ich auch so machen. 1, 2, 3, 4. Schon. Bitte nicht daneben. Oh Gott sei Dank. Ich habe echt schon gedacht, so bei meinem Glück, ich hau's daneben. Aber tat ich nicht. Aha. Gut, dann haben wir das auch. Junge. Ich hinterlasse Fußspuren auf meinem eigenen Feld. Der macht voll die großen Schritte, fällt mir mal auf. Ich meine, der ist so klein. Wie kann er so große Schritte machen? Hüpft er zurzeit? Also hüpft er nebenbei irgendwie? Ich meine, das ist so unnatürlich. Als wird er so nebenbei auch noch so springen. Hier läuft er so... Naja... Vielleicht ist er ja größer als gedacht. Wer weiß. Ach, kommt schon, Leute. Das ist so uncool, was ihr hier gerade veranstaltet. Schön, dass ihr das auch so seht und auseinander geht. Beb. Komm schon. Nein! Muku! Rutsch rüber auf einen halben Meter. Danke. Machen wir den einen Tag noch mit? Nee. Hoppala. Oder? Nee. Ich meine, muss eh geschnitten werden. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zusehen.
Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich weiß, es ist nicht sehr viel passiert. Wir haben auch nur 4 Tage durch. Aber im nächsten Part geht's weiter mit dem Hundefest. Seid dabei. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.